Herzlich willkommen, schönen, angenehmen Abend wünsche ich. Wir werden uns heute ein bisschen mit Buchhaltung befassen in unserer Out-of-the-Box-Reihe, wobei jetzt der Schwerpunkt sicher nicht auf der Buchhaltung liegen wird. Da wäre ich nämlich einer der schlechtesten Lehrmeister. Ich mache das Ganze, weil ich es machen muss. Ich mache es nicht wahnsinnig gern und ich mache sowas dann immer auf die Weise, die mir am wenigsten wehtut. Und nach langem Suchen und Grübeln und Ärgern habe ich dann irgendwann einmal GnuCash gefunden und habe jetzt die Gelegenheit genutzt, das jetzt in diesem Rahmen eben anderen Leuten auch näher zu bringen, die frohe Botschaft zu verkünden. Der Roland hat mich eh schon vorgestellt, daher springe ich über die Folie gleich drüber, wer ich bin und wer es Open Source und Freie Software ist, wissen wir auch. Und stellen uns gleich mal die Frage, warum macht der Beamer schwarze Flecken auf meine Folie? Und die zweite Frage, warum brauchen wir überhaupt Buchhaltung? Ich kann das Gegenteil beweisen, aber das macht nichts. Stimmt. Also im Zweifelsfall sind es natürlich meine Folien. Denen gehen jetzt schon die letzten Sterne auf. Einleitend mal so kurz eine Frage ins Auditorium, wenn es erlauchte. Wer ist denn aller, aus welchen Gründen auch immer, in regelmäßigen Abständen mit dem Führen von Geschäftsbüchern, wohl mit Buchhaltung befasst? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, viele. Gut. Irgendjemand dabei, der das Ganze mal ernsthaft gelernt hat, so mit Berufs-, aus irgendeiner Fachschule oder gar Hochschule oder sonst wo? Okay, gut. Also alles so irgendwie im Selbststudium oder wegschauen oder bei anderen abschauen. Gut, dann sind wir eh alle auf dem gleichen Niveau. Dann sind wir eh alle auf dem gleichen Niveau. Das ist fein, das macht es wesentlich einfacher. Das heißt, meine großen, schweren Fehler werden wir heute hier nicht aufdecken. Also, mir hat mal jemand gesagt, die Buchhaltung macht man eigentlich nicht fürs Finanzamt. Denn ja, es gibt gesetzliche Rahmenbedingungen, die einen Unternehmer, ein Unternehmen dazu zwingen, Geschäftsbücher ordentlich zu führen. Da gibt es den, wie heißt der, sorgfältige Kaufmann hin und her, diese Science-Fiction-Figur, die es da in der Wirtschaftslehre gibt. Und der führt eben seine Geschäftsbücher sorgfältig und ordentlich, sodass also alle seine Geschäftstätigkeiten hier drinnen nachvollziehbar sind, vor allem eben die, die für die Obrigkeit, die mir den Rahmen abschöpfen will, wichtig sind. Das heißt, also alle Firmen, Vereine, Veto. Das sind wir, die den Rahmen abschöpfen. Welches wir jetzt? Wir Gewerbetreibende? Wir. Okay, die soziokulturellen, politisch-philosophischen Ausprägungen diskutieren wir dann bei ein paar Ethanol angereicherten Getränken vielleicht. Ja, also es gibt da eben einen äußeren Druck, der Unternehmen, Vereine, Selbstständige, wen auch immer, dazu zwingt, Geschäftsbücher zu führen, eine Buchhaltung, Buchführung heißt das eigentlich, habe ich mir in der Wikipedia belehren lassen, zu führen. Aber eigentlich machen wir das ja alle für uns selber, weil eine Buchhaltung gibt uns einen Überblick über unsere eigenen Finanzen. Das ist ja das Schöne dran, das Tolle. Ich sehe meine Zu- und Abflüsse von Geld, weil das Geld kommt irgendwo hin und fließt irgendwo weg und ein bisschen was davon bleibt hoffentlich da. Ich kann meine offenen Rechnungen, Eingangsrechnungen sowie als auch Ausgangsrechnungen im Auge behalten. Und das Schönste ist, wenn man dann, so wie wir das mit GnuCash machen, doppelte Buchhaltung macht, dann kann ich sogar mir anschauen, wohin denn meine Aufwände fließen und woher meine Einkommen eigentlich kommen. Einkommen kommen. Schön. Ja, doppelte Buchhaltung. Die doppelte Buchhaltung bedeutet jetzt nicht, dass man zwei Bücher führt, das eine fürs Finanzamt und das andere, wo die echten Sachen drinstehen, sondern das ist eine Erfindung aus dem frühen 16. Jahrhundert. Irgendein Mönch hat sich das eingebildet. Es gibt mehrere Definitionen, wie, was, warum man das jetzt doppelte Buchhaltung nennt. Tatsache ist, es gibt also im Wesentlichen zwei Bücher. Das eine ist das Journal, da kommen einfach chronologisch alle Vorgänge, die mit Geld was zu tun haben, alle Einnahmen, alle Ausgaben kommen da hinein im Journal. Und dann gibt es das sogenannte Hauptbuch oder die Sachkonten, wie man das heute ein bisschen netter nennt. Und in diesem Sachkontenbuch, da steht dann drin, wo das Geld hingegangen ist oder wo es hergekommen ist. Das eine ist also die zeitliche Abfolge und das andere ist die thematische Zusammenschau. Und Die drei Definitionen oder die drei Interpretationen sind eben, ich sehe, woher kommt das Geld und wohin fließt. Das heißt, jeder Vorgang wird doppelt erfasst in der doppelten Buchhaltung. Daher
doppelte Buchhaltung. Das andere, die finde ich an den Haaren herbeigezogen, stellt den Erfolg des Unternehmens auf zwei Arten dar, also den Vergleich der Jahresbilanzen, der Vergleich Aufwände und Erträge. Das kann ich mit einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung eigentlich genauso machen. Und dann eben der dritte, das Grundbuch und das Hauptbuch, also schon allen Sachkonten heute, das scheint mir irgendwie am logischsten. Und jetzt kommen wir eben zu dem Thema, wie macht man das Ganze? Vielleicht hat irgendjemand hier schon mal mit Spreadsheets, also mit OpenOffice, LibreOffice, Excel oder sonstigen Dingen versucht, das Ganze zu machen. Da gibt es dann irgendwie so automatischen Spesenverteiler, der das dann auf Sachkonten aufteilt und solche Geschichten. Das habe ich jahrelang praktiziert. Das funktioniert so lang halbwegs gut, solange man nicht irgendwas zu buchen vergisst und dann wieder rückrollt oder so. Meine Mutter in ihrer aktiven Zeit hat das Ganze noch tatsächlich mit Journalen gemacht, mit so großen Büchern und mit Kugelschreiber reingeschrieben, und da dürfte man natürlich nichts killen, sondern nur ausstreichen, nicht einmal ausstreichen, sondern nur Stornobuchung, Gegenbuchung hin und her, damit das alles schön nachvollziehbar ist. Und wir Kinder waren dann irgendwie mal zu lästig und haben sie gestört, sie hat sich vertan und hat dann halt Stornobuchungen machen müssen. Das war dann irgendwie, hat dann den Haussegen ein bisschen eingeschrägt. Ja, mit Spreadsheets ist das eben auch nicht so wahnsinnig lustig. Deswegen bin ich halt nach langer Suche auf das Gnucash gekommen. Gnucash ist jetzt also tatsächlich ein Buchhaltungsprogramm. Das hilft uns eben, diese Bücher zu führen. Und zwar eben nach der Methode der doppelten Buchführung. Das heißt aber jetzt nicht, dass ein einfacher Einnahmen-Ausgabenrechner, so wie ich einer bin, mit meinem Minimalumsatz und praktisch keinem Umlauf- und Anlagevermögen, ich bin ein Dienstleister, der in einem, ja, also ich wäre eigentlich sogar möglicherweise pauschalierungsfähig vom Steueraufwand her, müsste überhaupt keine wirklich tiefergehende Buchhaltung führen. Aber ich tue es eben trotzdem, weil ich genau diese doppelte Buchhaltung mag, weil ich eben sehe, wo mein Geld herkommt und hinkommt. Dass ich Buchungen jetzt importieren kann über Kontoauszüge und so, das ist ein Nebenfeature, das habe ich noch nicht intensiv genutzt, habe es mir angeschaut. Aber ich kann auch meine Rechnungen verwalten und kann meine Aufträge da drin verwalten. Und somit kann ich nichts, oder fällt mir nicht so leicht, was zu vergessen. Das tue ich nämlich in dem Sektor ganz gerne. Was es nicht ist, das ist auch wichtig, es ist kein ERP, so ein schönes Passwort unserer modernen Zeit, Enterprise Resource Planning, also im Prinzip ein, was ist das, über der Buchhaltung ist die, wie auch immer man die Abteilung dann nennen mag, in einer Firma, also ein ERP-System, um ein volles ERP-System zu sein, fehlt ihm eben vor allem die Warenwirtschaft, es fehlt ihm die ganze Lohngeschichte, es fehlt für uns Dienstleister zum Beispiel wichtig, Projektverwaltung und Zeiterfassung, sowas ist auch nicht da. Also da muss man sich mit anderen Werkzeugen behelfen. Es gibt Systeme, die das alles in einem zusammen mauscheln, die gibt es auch in Open-Source-Variante, das Open-ERP zum Beispiel. Da müsste man sich aber dann doch eingehender damit beschäftigen, bis das ganze Ding einmal überhaupt den eigenen Anforderungen entspricht. So, jetzt reicht es mit Theorie, und das heißt nicht, dass wir jetzt alle weglaufen sollen, sondern dass ich jetzt nach einer kurzen Umbaupause da gleich in Medias Res gehen werde und wir uns anschauen, wie das ganze Werk wirklich funktioniert. Gibt es derweil mal irgendwie? Oder ist soweit eh alles trivial gewesen? Ist dieses Journal-Ding, ist das das, was Einnahmen- und Ausgabenrechnung ist, wenn man so Einkommensteuererklärung macht? Ist das das Gleiche? Ein Einnahmen- und Ausgabenrechner hat auch ein Journal, genau. Das war die Frage, ob das Journal dem entspricht, was der Einnahmen- und Ausgabenrechner machen muss oder ohnehin macht, ja. Also im Journal, wo ich alle meine Buchungen erfasse, das ist tatsächlich genau das Gleiche wie bei der Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Ja? Und es ist sogar so, dass, so sieht man da hinten schon irgendwas, ja, wunderbar. Es ist sogar so, dass in einer Form, wie es die Wirtschaftskammer Wien für Unternehmensgründer vorschlägt, da gibt es ein Unternehmensgründerprogramm, da kriegt man alle möglichen Sachen umgehängt und unter anderem auch Zugang zu seinem Beispielbuch, also Journal mit Spesenverteiler und so weiter. Selbst in dieser einfachen Form der Einnahmen- und Ausgabenrechnung ist dann auch schon so dieser Spesenverteiler auf Sachkonten vorangelegt. Weil für die Einkommensteuererklärung braucht man es dann sowieso.
wenn man das dann machen muss. So. Jetzt starten wir da mal unser Gnugcash bei 25 Grad und schwerem Regen. Okay, Tipp des Tages ist mir jetzt einmal wurscht. Das Gnugcash gibt es nicht nur für Linux und Unix-basierte Systeme, sondern das gibt es auch für Windows. Also das kann man sich unter www.gnugcash.org entsprechend runterladen. Überraschenderweise zeigt der Beamer genau das, was mein Bildschirm zeigt. Das heißt, ich brauche mich jetzt nicht mehr umdrehen. Und auf diesem armen kleinen Notebook mit 512 MB RAM braucht es ein bisschen, bis es startet. Was ich jetzt vorhabe, ist, wir werden einfach von auf der grünen Wiese anfangen, ein kleines Beispielunternehmen gründen und ein bisschen drauf losbuchen und schauen, was man da so alles machen kann. Später. Stunden später. So. Jetzt könnten wir gleich mal keine Datei speichern. Das ist immer gut. Keine Datei speichern, dann ist das Backup auch schon fertig. Wir eröffnen jetzt eine neue Datei, sprich eine neue Buchhaltung. Auf diese Weise ist das Ding sogar mandantenfähig. Böses Wort. Ich kann nämlich schlicht und einfach für jeden Fall eine neue Datei anlegen. Gut, dann kommt dieser Assistent, der seinen Kontenrahmen vorschlägt. Und das ist auch schon ein ganz wichtiger Punkt in der Buchhaltung. Natürlich gibt es für diese Sachkonten gibt's gewisse Standardkonten und die werden sogar zum Teil gesetzlich vorgeschrieben. Und Gnugcash hat schon einen ganzen Haufen Kontenrahmen dabei, allerdings leider noch keinen österreichischen. Es gibt verschiedene Ansätze, einen zu bauen. Einige Leute haben schon angefangen, es hat sich aber noch niemand durchgerungen, das durchzuziehen. Aber das soll uns jetzt einmal nicht weiter stören. So, also wir werden in Euro buchen, das ist einmal ganz praktisch, derweil noch. Ich möchte jetzt keine Prognosen abgeben. So, und hier haben wir also schon einerseits die verschiedenen vorbereiteten Kategorien. Und auf der rechten Seite sehen wir die Konten, die da schon vorangelegt sind. Also allgemeine Konten wird man auf jeden Fall brauchen. Da gehören diese verschiedenen Arten, Geld aufzuheben dazu. Und verschiedenste Aufwendungen sind da dabei, die zum Teil, ja, also Körperpflege, Hobbys, die jetzt einmal nicht zwingend relevant sind für ein Unternehmen. Aber als zum Beispiel ein Verein oder ein Ein-Personen-Unternehmen könnte man sich dann diesen Kontenrahmen da dazu nehmen. Das heißt, die werden einfach Ich kann hier also. Die Frage war, wie dazu nehmen Konten. Ja, also jeden Kontenrahmen, den ich hier anhakel, der wird auf der rechten Seite einfach dazu dran gehängt. Wenn ich die allgemeinen Konten jetzt wegnehme, dann bleiben mir nur die Kleinunternehmer. Da wird es wahrscheinlich keine Körperpflege mehr geben, weil Kleinunternehmer brauchen sich nicht. Ah ja, doch, Lebensmittelkörperpflege. Achso, er zeigt ja noch das, ja genau. Sorry. So. Das schaut jetzt besser aus. Da haben wir also diese Aufwendungen, Büro, Miete, Abfallgas, Strom, EDV, Fahrtkosten. Meine Kunden werden sich bedanken, wenn ich auf Körperpflege verzichte, aber bitte. Okay. Ich verrechne es meinen Kunden nicht, ja. Genau. Okay. So, dann können wir natürlich jetzt unser Unternehmen mit einem Startkapital starten. Das heißt, ich könnte sagen, ich habe zum Beispiel ein Bargeld, das ich in das Betriebskapital einbringe. Das sind halt 1000 Euro, das ist mal generös. Und am Konto. Wie macht man das jetzt wirklich konkret? Einfach den momentanen Stand. Wie startet man seine Buchhaltung? Das ist immer eine riesengroße Frage. Ja? Also erstens hat man sie ja ohnehin schon, seit man sein Unternehmen betreibt. Aber jetzt auch, wenn ich jetzt mein Haushaltsbuch damit starte oder so. Es hat immer eine schwierige Situation, wann ist der beste Zeitpunkt anzufangen. Wenn es irgendwie einen natürlichen Periodenübergang gibt, Jahreswechsel oder so, dann ist das immer ein ganz guter Zeitpunkt. Oder eben
für Unternehmer gedacht, ein Fiskaljahr, was ja bei Kleinunternehmen genauso Kalenderjahr gleich ist, kann man da anfangen und halt seine ganzen Konten salden, die man bisher hat, und das ist genau der Zweck, wozu man das jetzt da machen, könnte man da schon eintragen. Also seine Aktiva und Passiva kann man da hineinschreiben. Man kann sich natürlich auch hinsetzen und sagen, naja, ich möchte alles retour, was ich bis jetzt noch nicht, ich bin seit x Jahren Unternehmer und was ich bis jetzt in meinen Listen geschrieben habe, möchte ich alles ins Knuckash reinziehen. Das ist die beste Möglichkeit, nicht damit anzufangen, weil das macht man sicher dann morgen. Weil jetzt muss man die aktuelle Buchhaltung gerade machen, jetzt ist ja der 14. und es ist Abend. Und da hat man keine Zeit, 11 Jahre Buchhaltung aufzurollen oder sowas. Es ist jedem überlassen. Also, es gibt Importfunktionen, wenn man sich die mal anschaut und damit beschäftigt und die bestehende Buchhaltung in einem halbwegs vernünftigen Maß ist oder leicht in das zu bringen, dann könnte man möglicherweise die Buchungen importieren. Oder eben, man sagt einfach so, ich fange mit 1.1.2012 an und trage da einfach meine Salden ein, die ich habe. Das könnte jetzt also genauso bei meinen Sachkonten machen, wenn ich da irgendwelche Geschichten schon drin hätte. Du trägst, da fällt mir auch nur in der Unterstriebene ein. Ist das Absicht? Oder? Ja, es gibt da eine Spalte, warum trage ich nur in der unteren Hierarchieebene da ein und nicht in den höheren. Es gibt da eine Spalte Platzhalter. Es gibt nämlich Konten, die eigentlich keine Konten sind, wie das Konto Barvermögen. Das ist ein Sammelkonto quasi. Das hat diese Unterkonten Bargeld und Bank hat, und in so ein Sammelkonto kann er natürlich sinnvollerweise nichts eintragen, weil das müsste sich ja irgendwie darauf aufteilen. Diese Sammelkonten brauchen wir aber später, die sind für die Auswertungen dann wichtig, weil die halt einfach alles subsumieren, was da drunter sich findet. Gut, wir haben jetzt also unser Startkapital für unsere riesengroße, weltumspannende Company da angelegt und geht schon los. Jetzt schaut das Fenster schon irgendwie viel charmanter aus, ist schon viel mehr da. Was ich da jetzt habe, ist einfach meine Kontenübersicht, und da sehen wir schon, ich habe bei den Aktiva. Aktiva ist immer das, was man, ist das Geld, das man quasi flüssig hat, das man so in kürzester Zeit in Umlauf bringen kann, auf den Putz hauen, wie auch immer. Passiva sind die Investitionen, also das sind irgendwelche, nicht die Investitionen, Blödsinn, die Passiva ist das Geld, das irgendwo drin gebunden ist, das jetzt für mich aus unternehmerischer Sicht vulgo verloren ist, das ist weg, damit kann ich jetzt nichts machen. Ja, die Aktiva sind also jetzt 11.000, die teilen sich auf Barvermögen, eben mein Bargeld und mein Girokonto. Könnt dann offene Forderungen haben, Sachanlagen und. So, jetzt müssen wir einfach anfangen zu buchen. Das heißt, ich kann da jetzt hergehen, mit der rechten Maustaste auf Buchen klicken und geht schon los. Jetzt kommen wir schon in die doppelte Buchhaltung. Jetzt gebe ich zum Beispiel 50 Euro aus am heutigen Tag, irgendeine Belegnummer, die ich dann auf meine Belege stempel, weil die Belege muss ja alle chronologisch abheften, Journal und so weiter, das muss ja alles zusammenpassen. Dann kann er da Beschreibung eingeben, das ist jetzt, was weiß denn ich, und das ISP, und der Buchungstext ist, das ist mein ADSL für Mai, ich zahle spät. So, jetzt brauche ich da meine Ertrags- und Aufwandskonten drinnen. Und was ich noch bräuchte, wäre ein etwas vertikal gestreckter Bildschirm, aber macht nichts. Jetzt kommen diese bösen Worte soll und haben. Soll und haben, also haben ist immer das, was gut ist, was ich bekomme, wo was hinkommt, und soll, da fließt es von mir weg. Das heißt, das Geld fließt jetzt weg als Aufwendung in, wo ist das? Nein, Telekommunikation, Online-Dienste, zack, und das Ganze kommt, das habe ich bar bezahlt, ne, sowas überweise ich, Girokonto. Und ich habe jetzt hier Geld von meinem Girokonto rübergeschossen in meine Aufwendungen, in meine Sachkonten. Da liegen jetzt 50 Euro bei Telekommunikation,
Online-Dienste. Jetzt kann man das durch einen Doppelklick das Konto da anschauen und habe da meine Buchungszeile drin. Und das ist jetzt das Schöne, das Knucash hat doppelt gebucht, aber ich habe nur einmal eingetippt, weil wenn ich jetzt diese Buchungszeile da anklicke, dann kann ich hier mit dem Ding zur Gegenbuchung im Gegenkonto springen und komme ins Girokonto und sehe, wo kommt das her. Also einmal geschrieben, zweimal gebucht und das System kümmert sich darum, dass die Salden alle zusammenstimmen, sprich, dass also das Geld da schön brav hin und her gezwitschert ist. So, dann könnten wir zum Beispiel noch was erfassen. Wir können sagen, gehen wir da nochmal der Einfachheit halber daher. Ich könnte jetzt sagen, ich habe Erträge. Das ist immer schön. So, sonstige Erträge. Wenn ich direkt auf einem Konto gleich zu buchen beginne, dann ist es da unten ausgewählt. Das ist auch ganz angenehm. Jetzt habe ich, was ist denn ich, 500 Euro. Das ist Beleg Nummer 2. Da gibt es leider keine Unterstützung vom Knucash her, dass das sich darum kümmert, dass diese IDs eindeutig sind. Weil an sich darf ich ja keine Belegnummer doppelt vergeben, sonst kennt sich nämlich dann aber der Rechnungsprüfer nicht aus. Sie sollten auch sequenziell aufschreiben, aber, die genau, die sollten also systematisch und eindeutig nummeriert sind, sodass sein, dass ein, wie heißt das, ein sachkundiger Dritter oder so ähnlich sich in dieser Buchhaltung zurechtfindet. Da gibt es so lustige Texte, aber das ist uns jetzt wurscht. Das ist ein Honorar. Und das wollte ich anders machen. Halt, wir machen das anders. Das geht über die Aktionen. So. Nee, Geschäft. So, Geschäft, Kunden, Rechnung, das war's. Also, gerade eben vorhin habe ich Geld ausgegeben, jetzt will ich Geld einnehmen. Dazu muss ich eine Rechnung anlegen. Das ist die Rechnungsnummer 1. Oh, ich brauche einen Kunden. Mist. Ich habe noch keine Kunden. Kein Problem. Ich lege einen neuen Kunden an. Halt. Zweimal klicken ist immer schlecht. So, Kunden Nummer 1. Ganz. So, das ist die Luga. Der werden wir jetzt was verrechnen. Linux User Group Austria. Adresse, Telefon, alles wurscht. So, da haben wir sonst nichts mehr. Rechnungsinformationen. Inklusive Steuern, jawohl. Wir wollen eine Steuertabelle verwenden. Und, wir haben noch keine Steuertabelle. Schlecht. Was ist eine Steuertabelle? Was ist eine Steuertabelle? Gute Frage. Das Knucash ist ein... Da gibt es ein Fenster doppelt. Das Knucash ist ein... Polyglottes Programm, das kann man also in allen möglichen Ländern und Varianten verwenden. Das heißt aber auch, es tätigt überhaupt keine Annahmen darüber, was man mit welchen Raten versteuert. Sprich, wenn ich jetzt Umsatzsteuer abführen muss, dann muss ich natürlich Umsatzsteuer auf meine Rechnungen draufschreiben, muss ich so draufschlagen und dann kommt es darauf an, wer ist mein Kunde, wie viel oder welche Dienstleistungen erbringe ich und so weiter, muss ich entsprechende Steuern hinterlegen. Und dazu muss ich mir jetzt einen Steuer... So, halt. Müssen wir die Rechnungsgeschichte mal abbrechen. Das habe ich jetzt vergessen. Schließen. So. Steuertabellen, genau. Der Geschäftssteuertabellen muss ich mir jetzt zuerst mal sagen. Ich habe eine Umsatzsteuer... Für Österreich in Prozent 20 und das wird gebucht in Umsatzsteuer. Hurra! Da kann ich jetzt andere Steuersätze hinterlegen, andere Steuerarten. Vielleicht hat der Weinbauer noch irgendwelche Steuern an. Ja, na, natürlich diese Flaschenkorkensteuer da und so weiter. Brauchst du ja selber auch, die 10%igen brauchst du ja auch, wenn ich, oder wenn ich 10%ige, bei Eingangsrechnungen ist das was anderes. Ja, musst du so warten, wenn ich, und du der Vorsteuer umziehen willst. Ja, ja, stimmt, für den Vorsteuerabzug. Von steuerlich eigentlich jetzt mit der ersten Prüfung, die wir unsere Adresse gezahlt haben, gemacht.
Die haben wir unter den Tisch gehabt, das ist auch wichtig. Ja. Also wir haben die erste Steuer jetzt einfach mal brutto verbucht und ziehen uns diese Vorsteuer nicht ab, wenn wir das so buchen. Man muss ja nicht Vorsteuer abziehen. Als quasi pauschalierter macht man das zum Beispiel nicht, dass man die Umsatzsteuer, dass man sich darum kümmert. Wenn ich einen Bus habe, dann legt man dafür gar nichts an, oder? Wenn ich keine Steuersätze habe, dann lege ich es. Moment, es gibt einen Sonderfall. Also ja, wer keine Regelbesteuerungsantrag gestellt hat, sprich wer pauschaliert ist oder eben die Vorsteuer, nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist oder nicht machen will, kann, darf, soll, wie auch immer, der braucht sich nicht drum kümmern. Wer aber Vorsteuer abführen muss, jetzt kommen wir fürchterlich in das Buchhaltungsthema, aus dem ich eigentlich raus wollte, für den gibt es ja drei Fälle. Entweder ich habe die ganz normale 20%, also es gibt viele mehr Fälle. Es gibt auch Situationen, in denen ich Rechnungen ohne Umsatzsteuer erhalte. Das ist zum Beispiel innergemeinschaftlicher Verkehr. Wenn ich Leistungen oder Waren aus Deutschland beziehe, habe einen anderen Vorsteuersatz, dann geht die Zahllast auf den Empfänger über. Das heißt, ich muss versteuern. Ich kriege als Unternehmer eine steuerfreie Rechnung, aber das muss ich alles eben berücksichtigen. Oder wenn ich mit Einrichtungen der Bildung und sonstigen Erwachsenenbildung und sonstigen Dingen und das Wifi hat einen Sonderstatus und so weiter. Es gibt ein paar Körperschaften und Unternehmensarten, die sind vorsteuerbefreit. Die brauchen Rechnungen, wo draufsteht, diese Rechnung enthält 0% Umsatzsteuer zum Beispiel. Das ist aber auch ganz sinnvoll, sich der Übersicht halber, wenn ich so einen Kunden habe, dann kann ich den natürlich da mit einer UST 0 anlegen. Deswegen lege ich es da jetzt einfach an. Und der hat halt genau 0% UST. Dann wird halt eine dicke, fette 0 in das Umsatzsteuerkonto hineingebucht. Aber ich sehe einfach eindeutig, ich habe hier nicht irgendeinen Steuersatz vergessen oder so, sondern das ist vollkommen recht. Das ist absichtlich so gemacht. So, wir waren aber eigentlich da, dass ich, ich wollte eigentlich einem Kunden Geld abpressen. Das heißt, ich muss eine Rechnung anlegen und im Zuge der Rechnung lege ich den Kunden an, weil das wollte ich eigentlich herzeigen, dass ich mich nicht darum kümmern muss, dass ich schon alles habe, sondern auch wenn ich hier jetzt drauf komme, hoppala, Kunde, ich habe dich ja noch gar nicht, dann kann ich sagen, neuer Kunde. So, Kundennummer muss man natürlich vergeben. Geht die Kundennummer numerisch? Oder kann man irgendwie nachhaken? So. Keiner kann mir vorschreiben, wie meine Kundennummer ausschaut. Ja, also Knukesh akzeptiert das. Der Finanzer wird es wahrscheinlich auch akzeptieren. Dem Finanzamt ist wurscht, dem Wirtschaftsprüfer ist dann, also dem Steuerprüfer ist vielleicht nicht wurscht, aber das meldet er dann eh. So, blub. Und da haben wir jetzt Steuern ja und die Steuertabelle ist die UST.at, das heißt, wir verrechnen hier 20% Umsatzsteuer. Sie müssen eine Rechnungsadresse eingeben, schade. Soll ich die ladungsfähige Adresse der Luga eingeben? Gut, die hören meine zu, die Herren ladungsfähigen Vorstandsmitglieder. Z.at. Bin ich mir nicht sicher. Ist das ein T-Schule oder ein T-S-C-H? So einer, also schon ein germanisierter. Mehr Disclosure werde ich jetzt hier nicht durchführen. So, also jetzt haben wir einen Kunden angelegt. Wieso ist mein Fenster so überbreit? Das ist völlig sinnfrei. Das stinkt, jetzt war der Kassier dem Hauptmann eine Rechnung schreiben. Wir waren noch nicht bei der Leistungsfrage, gell? Wir sind nur beim Buchhalten. Das klären die Gerichte in 10 Jahren. Also sie klären es nicht, die Untersuchungsausschüsse. Gut, ich wähle jetzt meinen Kunden aus. Ich hätte jetzt schon Auftrag anlegen können, aber das ist mir alles wurscht.
So, und habe jetzt hier meine Rechnung. Und damit ich eben dann später keine blöden Fragen stellen kann, ich hier also meine Leistungen verbuchen. So. Das wird nach Stunden verrechnet. Das Ertragskonto, haben wir gesagt, ist Erträge Sonstiges, genau. Da könnte ich jetzt irgendwelche Ertragskonten auch noch anlegen. Der Vortrag dauert eine Stunde und der Stückpreis für die Lugan, Sonderpreis. So. 180 Euro die Stunde. Umsatzsteuertabelle haben wir da schon. Passt. So, wer der Bildschirm breiter, das ist jetzt eigentlich dann Nettobetrag. Aber er rechnet bei der Zwischensumme, rechnet er das Ganze runter. Dann bist du eigentlich wirklich billig. Dann bin ich wirklich billig, ja. Nee. So, ich habe jetzt gerade einen geistigen Batschen. Ja. Nein, das Konto ist nichts. Vielleicht gibt es eine Einstellung Brutto-Netto-Buchen. Vermutlich, ja. Eventuell sogar eben bei der Luga dann. Möglicherweise war das die. Ja, Moment. Kontobuch, Kontengeschäft. Was passt, bei mir passt es. Dann habe ich mich beim Anlegen des Kunden vertan. Hast du jetzt was gesehen bei Geschäft, Rechnungsausgang? Rechnungsausgang, Buchungs- und kumulieren. Steuern. Auf jeden Fall. Und Steuern als Vorstellung, dass wir rechnen inklusive Steuern, das stimmt schon. Aber das bedeutet auch, wenn du den Stückpreis inklusive Steuer eingibst, dass er so verrechnen muss. Das wird die genau verdrehte Logik sein, da hast du vermutlich recht. Ja, das wird es schon sein, ja. Das ist einfach auf der Bühne praktisch. Die Buchung ist nicht machen müssen. Die Buchung, das ist kein Problem. Da gibt es diesen aktuellen Posten löschen. Was? Das machen wir noch. Geht aber hoffentlich nur vom letzten, oder? Nein, das geht bei allen. Aber wenn man die Rechnung dann abgeschlossen hat, dann kann man immer noch editieren. Wenn man es kann. Kann man. So. Oder die Leistung vervollständigen. Die Leistung vervollständigen. Weil die Schwiegermutter fragen muss, was los war. Dass er die Voreinstellungen halt schon geladen hat, ne? Das war's. Oder nein, Moment, Voreinstellung, ja. Voreinstellung ist aber mit, glaube ich. So, bei der Voreinstellung haben wir es jetzt rausgenommen. Okay. Das heißt, wir müssen die Zeile wieder stanzen. Das macht ja nichts. Gibt ja Tab, also Completion, so, das ist Stunden. Ertragskonto ist. Kannst du das Lager rechnen vielleicht bei dem SC? Mag mich nicht. Ja, aber rechnet das bitte, bei mir rechnet das nämlich rauf, lustigerweise. Ja, so, Moment. Unter Inka hast du. Ja, unter Inka Hackerl. Du hast unter Inka, ja, wenn ich das Hackerl unter Inka wegnehme, so. Und dann ist es aber, so, Moment, dann kennt das schon. Dann kennt das die Voreinstellungen. Beim Stückpreis ist das dann der Bruttopreis. Da musst du von einem 84 reinschreiben. Ja, ich rechne aber nicht bei jedem Vorgang meine Preise in Brutto um.
inklusive Steuern. So, ist er jetzt trotzdem inklusive Steuern? Orange. Aber ich kann hinten oder zwischen zum Rechnen 70er reinschreiben. Ja, wieso fragst du mich jetzt auf einmal, ob ich die Prozent mitgelöscht habe? Ich glaube, die ganze Rechnung ist ja, wahrscheinlich machen wir das mal so. Zap. Das ist auch die Inspalte, ob ich das Einnahme oder Ausgabe ist. Muss ich mir erst anschauen. Moment. So, nochmal Geschäft, Kunden. Geschäft, Kunden, Rechnung anlegen. Ah. Wenn man die Spalte breiter macht, dann muss man mich blöd fragen. So, jetzt kann ich mein... Gäste, du musst das Haken bei der In-Spalte wegnehmen, weil das heißt eigentlich inklusive MWSD und dann... Gut. Und dementsprechend erreichen das rein oder raus. Auswählen. Mach mal den Header dort breiter von der Spalte. Okay, ich bin jetzt gerade so. Jetzt sind wir wieder bei der neuen Rechnung. Zack, 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 zack. Also, wir... Das ist Stunden, das war Analyse Sonstiges, 1,70, das Hakel in ist weg, inklusive Mehrwertsteuer, nein, und das SD ist steuerbar, ja, steuerbar ist gut, steuerpflichtig. So, okay. Und dann, könnte ich jetzt eine, unten steht hier schon, Betrag 84 Euro, Zwischensumme 70, Steuern 14. Dann kann ich sagen, im gleichen Zeitraum habe ich dann noch, weiß ich nicht, ein Coaching durchgeführt, auch Stunden. So, das waren 2 Stunden, Coaching ist natürlich teurer. So, okay. Das Speichern bezieht sich auf die ganze Datei an sich. Wieso ist jetzt unten 84, 70, 14 und das Coaching auch schon? Weil ich die noch nicht abgeschlossen habe, die Zeile. Ah, okay. Moment, zack. Ah, jetzt. So. Also wenn man echt einen ausgewachsenen Bildschirm hat, nicht so ein platzbeschränktes kleines Dingens, dann sieht man die ganzen relevanten Zeichen. Also ab 1024, 768 geht es halbwegs, ab 1082 plus macht es natürlich dann echt einen schlanken Fuß. Sehr alles. Ja, klar. Wer sich mit großen, schweren Notebooks abschleppt, der sieht mehr. Gut. Verstand PC, naja, dann müssen Sie genug registrieren, die ganze. Ist da. Macht der am Beamer größeres Bild, weil meiner kann eigentlich schon auch. Ja, nein, ist wurscht. Dem Beamer ist das dann auch klar. Du willst das probieren? Ja, warum ist es irgendwie sinnvoll? Wenn es weiße Flecken sind. So erklärt. Das ist das Nein. Aber eine Zwischenfrage. Ja. GnuCash nur doppelte Buchhaltung abbinden und auch einmal Ausgangsrechner. GnuCash bietet nur doppelte Buchhaltung an. Ja. Aber man kann da natürlich Reports bauen, die ausschauen wie Einnahmen- und Ausgabenrechnung, die man dann ausdruckt und abheftet. Weil, ja, aber das ist, wir werden es dann in der Praxis gleich sehen, es ist, wenn einmal die ersten Sachen angelegt sind, geht das Buchen ganz schnell.
wie lang dieser Start klingt. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir mehr Fläche. Jetzt muss ich alles neu machen. Aber durch die Wiederholung. Sicher, ich baue das Ganze, wenn das Ding fertig ist, das ganze Knuckcash, die ganze Buchhaltung liegt in einem XML-File und das kann ich mitnehmen und woanders aufmachen. Nein, da ist keine lustige Riesendatenbank, kein Oracle und sonst was notwendig. Das ist Knuckcash und ein SAP. Genau. So, nachdem die Kabel eine gewisse Länge haben, kann ich mich da auch wieder ins Rampenlicht drücken. So, wir haben gesagt, wir haben Bargeld. Und wir haben. Ein kleines Vermögen. So. Gibt es noch mal keine Beratungsresistenz? Okay, jetzt gehen wir gleich auf die Steuertabellen los, weil das jetzt nämlich sich ja so. So. Und jetzt
jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir da schon Erträge. Und so, genau, bei den Passivern habe ich schon Umsatzsteuer drin. Also das funktioniert da alles schon ganz fein. Und wenn mir jetzt ein Lieferant eine Rechnung legt, die Rechnung, ob man die so, die kann man, glaube ich, schon irgendwie anlegen irgendwo. Das, also, damit habe ich mich nicht befasst, weil ich nicht. Rechnung anlegen, Rechnung suchen. Erinnerung an fällige Rechnungen, das ist noch ganz nett, das zeige ich dann noch her. Also, wenn mir jetzt ein Lieferant. Weiß ich jetzt nicht, ob man die Rechnung jetzt irgendwie in einer schönen Form ausdrucken kann. So, die Rechnungsnummer. Das ist jetzt die Rechnungsnummer vom Lieferanten, das ist mir wurscht. Oh, ich habe noch keinen Lieferanten. Ich muss einen neuen Lieferanten anlegen. Das ist jetzt von mir aus der Dietech. Wo ist der? Muss ich nicht haben, aber ich. Genau, in der Dresdenstraße, whatever. Gegenüber vom Biller, genau. Oder neben. So, da haben wir auch eine 20%ige Ust normalerweise dabei. So. Dann wählen wir diesen Lieferanten aus. Rechnung, das ist jetzt alles mal wurscht. Wird angelegt. Das ist jetzt eine Rechnung, die mir der Lieferant gestellt hat, genau. Das sehe ich hier nur darauf, dass ich ein Aufwandskonto habe und kein Ertragskonto. Das heißt, das Geld geht jetzt in die andere Richtung, das marschiert weg. Jetzt habe ich, was ist denn ich, ein Notebook, das sind, Material. Kannst du während dem Buchen ein Aufwandskonto auch erzeugen? Nein. Nicht. Okay. Aufwandskonten während dem Buchen erzeugen ist nicht, zumindest wüsste ich nicht. Ja, weil das kommt ja jetzt auf den Betrag an, was du sie buchst. Ja, jetzt ist eben, ja. Genau. Das kann ich jetzt eben je nach Betrag verbuchen, als Investition oder als gegenwärtiges Wirtschaftsgut. Aber als ordentlicher Kaufmann und hin und her in Kreuz und quer und beim Auswählen des Kontenrahmens haben wir diese Konten alle ganz brav schon von vornherein angelegt. Weil wir immer wissen, dass ich. Bitte. Noch eine Frage als Buchhaltungsdummi. Die Rechnung, die du vorher an die Luba gestellt hast, ja. Wann trägst du die ein? Dann, wenn du das Geld von der Luba gekriegt hast, oder ist das, wann ich die Rechnung an die Luba schicke? Wann trage ich die Rechnung in meine Buchhaltung ein? Wann wird die verbucht? Das ist eine gute Frage. Das hängt ganz davon ab. Bin ich Ist-Versteuerer oder Soll-Versteuerer? Kleinunternehmen sind Ist-Versteuerer. Das heißt, die bezahlen die Steuern. Die müssen die Steuern genau dann abführen, wenn sie das Geld hereinkriegen. Das heißt, ich kann die Rechnung vorher schon anlegen, verbuche sie aber nicht, kann sie dann später mal öffnen und sagen, Rechnung buchen. Das ist dieser Knopf da oben. Diese Rechnung in ihre Konten buchen. Ich muss sie nicht sofort buchen. Also ich als kleiner Dienstleister, als Ist-Versteuerer, buche die Rechnung genau dann, wenn das Gerstl daherkommt. Ein Soll-Versteuerer, das ist jeder, der bilanzierungspflichtig ist, das sind Kapitalgesellschaften, bla 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 bla, alle die Großen, die dann eben in Untersuchung sagen, nein, ich lasse jetzt diese politischen Andeutungen. Die Soll-Versteuerer müssen genau dann buchen, wenn sie die Rechnung legen. Mir kommt das aber jetzt ziemlich unpraktisch vor, aber vielleicht versteht er noch was nicht. Weil die Rechnung erstelle ich einmal, die schicke ich jetzt einmal weg. Ja. Zu diesem Zeitpunkt muss ich sie irgendwo extern führen von der Buchhaltung. Ja. Und erst dann, wenn ich das Geld hereinkriege, nehme ich das Zeug für den Vertrag ein. Das heißt, ich kann nicht hergehen und den ganzen Vorgang, dass der das jetzt irgendwann auf die Bank eingezahlt hat und Ich kann das Ganze, doch, ich kann das schon vereinfachen. Ich kann natürlich sagen, ich buche, und zwar einen Ertrag. Ich will ja irgendwie was sagen, dass Sie mich auch erinnert, dass das noch offen ist. Das ist jetzt eben der Punkt. Also wenn ich eine offene Postenliste haben möchte, wenn ich erinnert werden möchte an Rechnungen, die ich noch zahlen muss und an Rechnungen, die ich eintreiben muss, dann muss ich die Rechnungen im Vorhinein anlegen. Dann muss ich jede Rechnung halt einfach zweimal in die Hand nehmen. Erstens muss ich sie anlegen mit Termin.
dann kann mich das System erinnern, kann sagen, hey, du hast noch so viel Außenstände oder hey, du hast noch so viel, stehst so viel in der Kreide. Und wenn das Geld dann wirklich reinkommt, dann gehe ich hin zur Rechnung und sage, buchen. Dann brauche ich mich aber nicht mehr darum kümmern, dass ich diese Buchung richtig aufteile auf die Konten und hin und her. Das ist dann alles schon fort beim Anlegen der Rechnung passiert. Wenn ich darauf verzichte und sage, nein, ich möchte einfach das buchen, was los ist, dann lege ich die Rechnung einfach nicht an. Und wenn ich auf meinem Kontoauszug sehe, oh, der Kunde hat gezahlt, wie schön, dann gehe ich auf Buchen und sage, ich buche jetzt am Girokonto einen Betrag von plus, weiß ich nicht, was da vorher im Rechnungsvertrag rausgekommen ist, gebe da Bemerkung dazu und fertig ist die Geschichte. Und meine Rechnung habe ich halt in meinem Rechnungswesen, das ich extern führe. Es ist einfach die Frage, wo möchte ich das Rechnungswesen ansiedeln? Möchte ich das da drin machen? Oder möchte ich es extern verwalten? Es gibt ein Konto-Eigenes dafür, das heißt sozusagen Sachen, die du noch kriegst. Genau. Ich hätte gerne Accounts Payable, die man zahlen muss. Dann hätte ich sie nicht gleich buchen dürfen. Ich habe es halt Einfachheit halber mit diesem Knopf gleich gebucht. Es gibt jetzt auch eins, wo du ein Konto hast, was du noch zu kriegen hast. Du hast die Rechnung gelegt, hast es noch zu kriegen, hast das Geld aber noch nicht. Da hätte ich es aber ein anderes Konto buchen müssen. Genau. Das sind dann Außenstände. Und dann, das ist das Außenstände-Konto. Da wird es wissen, oh, was für ein Glück auf meinem Konto ist das Geld. Du drückst auf einen Knopf und das Außenstände-Konto wird dann ist abgezogen und auf dein Vermögenskonto aufgebucht. Genau. Da hätte ich ja hoffentlich die Buchhaltung unterstützt. Das tut sie auch, ja. Das tut sie auch. Ich habe jetzt nur den einfachen Fall gemacht, wir machen eine Rechnung und buchen sie sofort. Wir machen dann nachher gerne eine Rechnung, die wir dann später buchen. Können wir eh gleich machen. So, wo waren wir? Das waren Aufwendungen. Das sind Buchs, die noch EDV hatte. Ja, wir waren bei der Frage, muss ich das jetzt ins Anlagevermögen aufnehmen und oder muss ich das, also diese Fragen muss ich kann eben jetzt nicht, da waren wir, ich kann jetzt nicht auf der Fliege, on the fly, ein neues Konto generieren, wenn ich es brauche, sondern ich muss mir das schon vorher überlegen. Was ich mit Lieferanten und sonstigen Dingen immer ad hoc machen kann, das kann ich mit den Konten nicht machen. Das muss ich mir vorher überlegen, die Konten vorher anlegen. Ich kann aber schon, natürlich, ich kann, wenn ich jetzt drauf komme, ich brauche ein neues Konto, ich kann mir das Konto schon anlegen, aber nicht während der Buchung. Also, da muss ich halt meine Buchung abbrechen oder sonst was machen, oder ich kann sie auch buchen. Das ist ja kein Kugelschreiber- und Papierjournal. Ich kann ja buchen und die Buchung nachher editieren. Deswegen, gebucht weg ist. Ja, das ist ja nicht, okay. Ja, auch wenn es gebucht ist, ich habe leider kein deutsches Pendant dazu, aber mein Lieblingssatz in diesem Zusammenhang, da kam aber mit Backup, ist relax, it's just ones and zeros. Also, ich kann die 1 und 0 immer umschmeißen, wie ich will. Ja? Deswegen wird aber auch niemals wird die Finanz, wenn sie prüfen kommt, das als eine Buchhaltung akzeptieren. Die will das in toten Bäumen in Ordnern stehen sehen. Weil das kann ja natürlich jederzeit reparieren. Jedes Feinschild auch. So wie jedes, genau. Also deswegen muss es ausgedruckt, abgeheftet sein. Ja. Wann ich das ausgedruckt und abgeheftet habe, ob das Papier noch warm ist vom Laserdrucker, wenn der Finanzer reinkommt, das ist ihm wieder wurscht. Aber er muss es in einer Form sehen, die nicht mehr manipulierbar ist. Genau. Die Buchhaltung ist ganz frisch. So, wir haben ein Stück um 300 Euro gekauft, das ist ein Subnotebook. Dafür ist es ein geringwertiges Wirtschaftsgut, genau, und ich muss es nicht ins Anlageverzeichnis aufnehmen. Und mir geht es damit gleich wesentlich besser. 4 Jahre abschreiben. Mensch, das Ding ist der Anlageverzeichnis auch. Ein Anlageverzeichnis ist da in dem Sinne nicht integriert, nein. Es ist kein ERP-System. Ich muss es wieder sagen, es ist kein ERP-System. Es ist keine Warenwirtschaft. Und also wenn man Umlaufvermögen und solche Sachen hat, dann muss man sich schon nach was Größerem umschauen, wenn man das damit auch machen will. Nein, das ist schlecht eigentlich. Das ist eigentlich immer der mühsamste Teil des Ganzen. Ja, also was damit auch nicht geht, was mich zum Beispiel zurzeit nervt, weil ich viel mit dem Auto unterwegs bin, gezwungenermaßen, ich kann damit auch mein Fahrtenbuch nicht abbilden. Ein Fahrtenbuch muss man wieder natürlich auf Papier und sofort und jetzt und immer schreiben. Ein Fahrtenbuch darf auch nicht elektronisch geführt werden, zum Beispiel. Auch aus den üblichen Gründen. Aber es wäre ja nett, dass man dann einfach wöchentlich, monatlich, wie auch immer, sein Fahrtenbuch da reinklopfen kann und es dann gleich, wenn er da laufen, dann Kilometergeld und Diäten und
sonstige Geschichten. Geht leider also auch nicht. Deswegen habe ich ja eingangs gesagt, es ist kein ausgewachsenes ERP-System, es ist einfach ein System, das mir die Buchführung erleichtert. So, ich wollte jetzt, was wollte ich mit der Rechnung machen? Ich wollte sagen, ja, nichts, fertig, aus. Oh, da können wir buchen, genau. Ah ja, und da kann ich jetzt sagen, ich buche das da und fällig ist es da. Da kommt dann eben jetzt die Geschichte. So, jetzt sagen wir, die Buchung ist fällig am 31., die Rechnung ist fällig am 31. Und wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, dann bucht er mir das auf passive Verbindlichkeiten. Und ich sage, okay. Jetzt habe ich in meinen Konten Verbindlichkeiten, die 360 Euro, sie sind aber von meinem Konto noch nicht weg. Weil ich habe sie weder hier, noch habe ich sie im Girokonto. Ich habe das Ding einfach noch nicht gezahlt. Und dann kann ich mir sagen, wo war das? Fällige Lieferanten. Ja, ja. Da. Ups. Hier hätte was passieren sollen. Genau, sind jetzt mehr Zeros als Ones unterwegs? Achso, die ist noch nicht fertig, die ist noch nicht fällig. Ja, wir haben natürlich noch keinen. Die muss ja noch nicht zahlen. Ne? Ja, genau. Dann hau eine Rechnung ein. Kannst du eine passiv übertragen? Ja, kann ich auch machen. So, jetzt machen wir da ein paar Fenster wieder zu. Die einzige Krankheit, die aus meiner Sicht das Klugheit hat, das macht für jede Schmarrnaktion da oben einen neuen Reiter auf. Du hast das eben unter Verbindlichkeit dran? Ja, ich habe sie, ja. Aber ich kann sie. Aber sie ist noch nicht fällig. Genau. Das Verbindlichkeit, aber fällig ist noch nicht. Ich kann aber die Rechnung. Ja, schon, aber sie ist noch nicht. Fällig ist sie am 31. Erst wenn du drüber bist, hast du sie in der Liste. Fällig ist sie erst am 31. Am 1. Juni. Wir können jetzt sitzen und warten und dann wird sie fällig. Aber das mag ich jetzt nicht machen. Wir treffen uns in 10 Tagen. Genau. Deswegen gehen wir dann nochmal aufs Geschäft. Lieferant, Rechnung suchen. Rechnungsnummer enthält. Oder? Nee, komm. Firmenname enthält die Suchen. Bei der Unzahl von Rechnungen ist das extrem schwierig im Moment. So, und da haben wir schon unsere Rechnung und da bin ich aber genau, da lasst er mir einfach stehen. Hat es gegeben, dann schauen wir noch einmal. Geschäft, Lieferant Rechnung suchen. Dick, Firmenname enthält. MD. Rechnung anlegen, bearbeiten. Ja, aber dann zeigt er sie nicht an. Eröffnungsdatum, Buchungsdatum. Datum kannst du immer die Achso, ich kann die Buchung löschen. Moment, ich kann die Buchung löschen. Ja, so, und ich kann sie jetzt nochmal buchen und jetzt sage ich fällig quasi gestern. Buchungsdatum 23. Fällig jetzt 22. Ja, muss aber möglich sein, weil du kannst ja Rechnung später abbuchen. Okay. Also sicher nicht das Problem. So, Moment, nochmal Geschäft. Erinnerungen für die Rechnungen. Tut sie aber nicht finden. Tut sie nicht. Also, ich habe jetzt auch gedreht. Mein Buchungsdatum. Das ist ja schon gut. Was wartest du? 22. Was erwartest du? Ich erwarte bei der Erinnerung an fällige Rechnungen, sondern die Aufschlag. Das war eigentlich die Idee an der Sache. Was
kannst du das? Das wäre Buchungsdatum, Datum zurückstellen. Ja. Eigentlich darfst du das. Ja, ihr könnt schon gehen. Noch einmal, das ist ja keine Buchhaltung im Sinne von geschlossenes System, sondern wie ein Spreadsheet, nichts anderes. Und darum muss es wurscht sein. Da sagt die Rechnung wäre. Man fällt jetzt an. Da haben wir doch vorhin 22 geschlossen. Ja, aber das hat er nicht akzeptiert. Ich glaube, das ist genau das. Ja, da steht der 23. Das. Ja, da kannst du das Buchungsdatum nicht finden. Und jetzt speichern. So. Also in der Verbindlichkeit habe ich es drin. Ja. Wie auch immer. Warte mal. Wie auch immer. Das ist ja schon komplizierter, als ehrlich gemacht. Genau, ehrlich. Nur als Exzellenzfall zum Editieren. Ehrlich, wer hat am längsten gestohlen ist, bald was. Das ist jetzt der schon der 21. Gut. Ja, irgendwie mag er mich da jetzt nicht mehr. Okay. Tja, was haben wir jetzt noch so im täglichen Buchhalterleben, was wir noch brauchen? Die Rechnung bezahlen. Die Rechnung bezahlen, das ist ein guter Punkt. Nein, das ist eine schlechte Idee. Das ist nicht Verbindlichkeiten. Dann will ich diese Buchung jetzt eingeben. Also rechte Maßnahme Buchung eingeben. Nee, das ist neue Buchung halt. Buchen, da ist es. Ja, weil ich, ja. Ja, zur mehrteiligen Buchung, genau. Das ist auch etwas, was das Kluge von vornherein kann. Ich kann auch sogenannte Split-Buchungen erstellen. Das heißt, ich kann einen Betrag auf mehrere Gegenkonten aufteilen. Da tut man sich in dem selbstgebauten Spreadsheet dann auch immer extrem schwer, sowas zu machen. Da muss man sich in mehrere Buchungszeilen aufradieren. Das kann das Klugcash direkt. Ich will jetzt eigentlich aus dem Ding Gegenbuchen habe ich noch keine. Ich will das Ding jetzt buchen. Moment. Gut, das ist der Vorführeffekt. Ich wollte eigentlich zeigen, dass es sehr einfach geht. Buchen abbrechen. Buchen erstellen. Also nein. Das wird das Ding jetzt einfach buchen. Moment, ich glaube, ich weiß schon. Ich muss jetzt nämlich hergehen und sagen, ich zahle es vom Girokonto weg. So, Augenblick. Oder von der Kasse. Oder von der Kasse, aber. Nee. Verflixt. Schiff, Lieferant, Rechnung, Anlegen, Suchen. Zahlung verarbeiten, das ist es. Das ist es nämlich. Das habe ich gesucht. Also nochmal, die Rechnung ist jetzt angelegt und die Rechnung liegt jetzt im Konto Verbindlichkeiten, weil sie noch nicht bezahlt ist. So, und jetzt bezahle ich die Rechnung und das ist eben eine Zahlung. Und jetzt verarbeite ich eine Zahlung, wähle eine Rechnung aus. Das ist mir vollkommen wurscht, den Firmennamen. Okay, danke. Ah, da liegt die alte auch. Und das ist die erste, die Luga-Rechnung. Das ist die Luga-Rechnung wahrscheinlich, ja. Die untere. Ist die die 21, die rückdatierte ist die 360 Euro, danke. So, und jetzt buche ich das Ding. Mit einer Firma für die Zahlung. Ja, was? Firmenname erhält. So. Schwupp. Betrag ist null. Zahlungsbetrag angeben. Ja, Freund der Berge, ich habe ja gerade eine Rechnung ausgewählt. Ja, ist das. Alle Rechnungen 50. Gebucht. Rechnung 1, jetzt ist der Betrag da. So, jetzt, also, okay. Zuerst Lieferant, dann Rechnung.
Herkunftskonto, freilich. Naja, eben, vollkommen richtig. Doppelte Buchführung, ne? Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Also ich kann das entweder bar zahlen, dann zahlen wir das jetzt bar. So, zack. Es ist also für so Gelegenheitsgeschäftsleute, wie ich das einer bin, den Geld eigentlich mehr stört als interessiert, funktioniert das wunderbar. Jetzt ist es aus den Verbindlichkeiten rausgeflutscht. Mein Bargeld hat sich vermindert und irgendwo habe ich bei meinen Aufwendungen in den Sachkonten drinnen bei der EDV Hardware 300 Euro drinnen. Das ist da die Bemessungsgrundlage, also der steuerbefreite, der eigentliche Wert der Investition. Investition ist es nicht, der Ausgabe. Gut. Da jetzt ein Vorsteuerkonto auch irgendwo da, aber wieso ist das jetzt nicht am Vorsteuerkonto? Das ist nicht am Vorsteuerkonto, ja, da hätte ich noch irgendwas einstellen müssen. Ah, okay. Aber ich sehe nämlich gerade, wir sind zeitlich eh schon recht hart am Limit. Sollte das ausprobieren, bevor man es... Auf jeden Fall sollte man einmal, bevor man seine... Also am 14. um 22 Uhr ist ein schlechter Zeitpunkt, auf ein Buchhaltungssystem umzusteigen. Das gilt aber für alle Buchhaltungssysteme, ist nicht nur für GnuCash. So, ja. Vielleicht noch, da gibt es dann, wenn man dann einmal vernünftig herumgebucht hat, hat man da eben automatisch schon vorbereitet zu Geschichten eine Bilanz, die man jetzt als einfacher Einnahmen-Ausgabenrechner überhaupt nicht braucht. Aber ich habe da eben mein Journal da drinnen, mein Buchungsjournal. Das schaut dann so aus, wie sich dann halt ein Steuerberater oder so ein Journal vorschaut. Genau, das ist im Prinzip die Einnahmen-Ausgabenrechnung, das Journal. Das ist die eine Seite. Das ist meine, wie kommt man da hin? Berichte, aktiver, passiver, Journal. Und wenn ich das ausdrucke, dann ist die Steuer schon zufrieden. Also für einen Einnahmen-Ausgabenrechner bitte, also nicht für Kapitalgesellschaften und Bilanzpflichtige und sonstige. Das ist was anderes. Aber für kleine im Sinne der Steuern. Da ist sie nicht. Das Journal hat, sagt aber die Steuern nichts aus. Da muss ich eine Steuererklärung entsprechend machen. Das muss dann halt nur mit dem Journal zusammenpassen. Und die Steuererklärung. Das ist natürlich nicht brauchbar. Für die Umsatzsteuervoranmeldung, das ist etwas anderes. Das ist nur das Journal. So, nachdem wir Vorsteuer haben. Doch, haben wir, aber also die Vorsteuer haben wir nicht. Ja. Er hat ja null gebucht. Mhm. In der Rechnung in den Vorsteuer. Ja. Das ist schon gut. Das, was wir zahlen müssen, ist wichtiger. Genau. Das, was wir nicht zahlen wollen, ist uns egal. Oder ich bin einsam. Genau. Was es dann noch gibt, eben, es gibt ein Interface zum Online-Banking. Das heißt, wenn ich Möglichkeit habe, in einem... Das ist noch ganz interessant, es gibt dieses Quicken Interchange Format, QIC oder so ähnlich, Quicken Interchange, wie auch immer. Das ist ein Semi-Standard, muss man sagen, Format, mit dem man so Online-Banking-Datensätze austauschen kann. Viele Banken bieten das fürs Online-Banking an, das mit dem Quicken-Format zu machen. Es gibt natürlich die Profi-Formate, das DATEV und DATEX, nein, wie heißt das Ding? Ist alles schon weg. Jahrelang haben wir damit ärgern müssen. Es gibt so standardisierte Finanz-, also internationale Datenaustauschformate, die sind zum Teil da auch unterstützt. Aber eben dieses Quicken-Format unterstützen praktisch alle Privat- und Geschäftskonten. Mit dem kann ich dann eben ganz schön meine Kontoauszüge importieren. Und dann brauche ich nur noch mich, dann habe ich im Prinzip den Hauptteil ohnehin schon. Ich habe das Datum, den Buchungstext, ich habe den Empfänger vom Namen her, ich brauche dann meine Zeilen eigentlich nur noch den Gegenkonten zuweisen. Und damit macht es dann schon verhältnismäßig mehr Spaß, als sich jetzt händisch durch die Papierkontoauszüge durchzuwühlen und jede Zeile da einzeln nachzubuchen. Mit welchen Banken funktioniert das? Das Quicken, das bietet die BAWAG PSK bietet das an, die erste Bank glaube ich auch. Die Easy Bank ist ein Kind der BAWAG, damit kann sie das auch. Also das Quicken können eigentlich praktisch alle. Die Bank Austria hat ein komisches IF-XML-Format, was meist von den Partners gibt. Aha, okay. Ich habe mich damit vor der Woche gespielt, um es kurz anschauen, bevor ich hierher komme. Dieses IFXML-Format muss zuerst konvertieren, aber es gibt einen CSV-Export, der vielleicht auch funktioniert. Ja, also CSV-Export von den Konten bieten ja fast alle an.
Aber da muss man halt erst wieder Spalten zulassen und solche Geschichten machen. Ja, das Klicken eben, dieses Klicken-Format ist im Aufbau irgendwo was zwischen CSV und iCal oder so. Das sind so getaggte Feldkonstrukte. Es ist nicht ganz XML, es ist nicht ganz normal, aber es funktioniert halt einfach. Es ist ein Standard wenigstens. Also ich würde keinen Quicken-Parser programmieren wollen, müssen wollen. Kommt davon nicht zahlen. Ja? Danke. Und zwar, wenn ich Abgabenkonten habe, ja? Bekomme, also ich bin jetzt eigentlich dann aus dem Rechnet, also inwiefern es da jetzt bei einer Kapitalgesellschaft zutreffen würde, aber ich bekomme eine SVA-Vorschreibung zum Beispiel. Ja. Ist das ein Lieferant oder wie bildet ich das? Die Sozialversicherung, also wie man das intern abbildet, grundsätzlich sein, an sich, ich würde es als Lieferant führen, ja. Und entsprechend hat er ein schönes Konto. Genau, Kammerumlage sind die Pflichtversicherungsbeiträge. Dann, was man natürlich auch buchen muss, sind natürlich die Steuern, die man zahlt. Das darf man nicht vergessen. Also Finanzamt kriegt da auch einen eigenen Lieferantenstatus quasi. Die Gegenleistung ist zwar marginal, die direkte, die indirekte ist natürlich die haben ein funktionierendes Gemeinwesen und so weiter. Aber also auch wenn ich jetzt keinen materiellen, sofortigen Gegenwert kriege von den ganzen Pflichtabgaben, die ich habe, werde ich sie als Lieferanten führen, weil das einfach von der Logik her genau so hinpasst. Ja. Und dann mir den entsprechenden Konten anlegen. Gibt schon irgendjemand, der das Internetübertragungsformat der österreichischen Banken gehackt hat? Weil das ist ja streng geheim im Gegensatz zum Deutschen, wo du ganz locker, also das sehr gut dokumentiert, soll jetzt ja fast aus bei einem deutschen Bankkonto zu nehmen, weil das Grundcash offensichtlich damit interfacen kann. Das Internetformat, also das Online-Banking. Der hat es nicht so gearbeitet. Ja. Österreichisch ist irgendwas streng geheimes. Was du deswegen, also ohne 10 NGOs zu unterschreiben, ja nicht. Also, wüsste ich nichts. Inwiefern streng geheim, wenn man das ist ein Textfile? Das ist ja nicht, nein, das ist nicht offengelegt, direkt in das. Also, ich sehe das nur Textfile. Das hat jetzt nicht der Druckste, aber ich glaube, so der Punkt, der das ist ja schon beauftragt. Das ist ein Textfile. Also, das ist nicht irgendwie kryptisch. Ja, also ich habe einmal. Meine Bank hat mir bei meinem Kontotyp, stellt sie mir kein Quicken-Interface zur Verfügung. Ich kann mir Kontoauszüge als CSV runterladen und dann kriege ich aber irgendwelche lustigen, also in Wahrheit sind es nämlich feste Längenfelder. Und da stehen dann lustige Buchstaben-Zahlenkombinationen drin. Und dann habe ich angerufen an der Hotline und habe gesagt, liebe Bank, wie ist denn das? Ihr habt doch sicher irgendwann eine Dokumentation zu diesem Pfeil, was dieses Feld bedeutet in seiner Mannigfaltigkeit. Und die liebe Bank hat gesagt, nein, das ist alles intern und das kann ich gar nicht verstehen und brauche ich gar nicht verstehen. Und hin und her mit einem anderen Produkt kriege ich das dann. Warum habe ich es dann? Genau, ich habe mir das dann in meinen Buchungen reverse-engineert, das Feld. Also für meinen Fall ist es trivial. Ich weiß ganz genau, was das ist, wenn ein V und ein H und das ist das Kuckuck, was dran steht, dann ist das eine Valuta-Buchung, dann ist das dieses, dann ist das jenes, ist es. Also mit drei Seiten Kontoauszug lesen und sinnerfassend lesen, habe ich das für meinen Fall durchschaut, das Format. Ja. Und habe sogar einen Perl-Parser geschrieben, der mir das dann umbaut auf ein Format, dass das Flugcash wieder versteht und kann somit meine Kontoauszüge auch automatisiert einlesen. Ich habe es dann wieder gelassen, weil das Rausstreichen der privaten Buchungen war mir mehr Arbeit, als die paar wenigen Zeilen einzuschreiben, die ich dann geschäftlich habe. Genau, das ist der nächste Fall. Tun wir die privaten Buchungen bis sowas raushauen. Ja, also. Ich weiß jetzt nicht. Ja. Ja, eben, also an sich die offizielle, man muss ja als Kleinunternehmer kein eigenes kein eigenes Konto haben, aber man muss natürlich, wenn die Firmenprüfung, wie heißt es? Ja, wenn halt eine Firmenprüfung ansteht, dann muss man halt das Konto dem Prüforgan offenlegen, dann sieht er halt die Privatbewegungen an dem Konto auch. Wenn ich ein zweites Konto habe, habe ich das nicht. Freuen sich die Banken, weil die Geschäftskonten sind teuer. Ne? Genau. Gibt es immer die Frage? Ich habe kein Geschäftskonto.
ich auch nicht. Ja, da wollen wir fragen. Ich glaube, wir haben im Vorfeld schon einmal darüber gesprochen, weil mich würde interessieren, ob du vielleicht dazu was gefunden hast. Und zwar als einen Verein gibt es ja so einen typischen, du hast auch gesagt, du kennst ja einen Verein. Ja. Gibt es ja einen typischen Buchungsvorgang, der hat sehr viele Kunden, üblicherweise, und die kriegen alle zu einem gleichen Zeitpunkt mehr oder weniger eine Rechnung. Ja? Die Vorschreibung des Mitgliedsantrags. Ja, und das ist ja jetzt natürlich mühsam, wenn man jetzt da hunderte Rechnungen so eingibt, wie du das vorgehüpft hast. Ja. Aber das ist ein ganz typischer Buchungsfall. Das ist ein typischer Buchungsfall. Kann man da irgendwas machen? Eine Faktorierung in Richtung Automatisierung oder? Oder über die terminisierte Buchung oder so. Dass ich, wenn ich ein Mitglied anlege, dass ich dann sage, der Mitgliedsbeitrag wird zum Beispiel alle Jahre fällig oder alle Monate fällig oder so. Kann man das man kann schon periodische Zahlungen anlegen. Ich schaue jetzt gerade, wo die sind. Aber jetzt freue ich mich. Da muss ich gleich eine Frage hinten anschauen. In was für einer Programmiersprache ist denn das geschrieben, das Ding? Gibt es da irgendein... Das ist... GTK. Ja, das ist schön. Ja, weil wenn der Source Code vorliegt, ist die Frage, ob man irgendwas basteln kann. Ja. Also man kann die Buchungen sicher importieren eben. Also sagt es eben, es ist kein ERP-System. Also es ist kein ERP-System. Ne? Ja, nein, also ich bin noch nicht, ich habe noch nichts gefunden. Ja, nein, also ich buche da immer noch nach der passiven Methode. Es prasseln die Geschäftsfälle auf mich ein und dann verbuche ich sie. Ich plane in dem Fall nicht den großen Sinn voraus. So, bei der Luga passiert es ja auch nicht. Wir schreiben unseren Mitgliedern, wir schicken ja keine Vorschreibungen aus, sondern die Mitglieder wissen ja eh, wann der Beitrag fällig ist und irgendwann erinnern wir sie, genau. Und die Zahlungen kommen halt irgendwann rein und dann... Oder auch nicht. Genau. Oder auch nicht. Und mit den paar hundert Buchungen im Monat komme ich schon zu. ja, also das... Aber nochmal zurückkommen zu den Privatbuchungen. Ja. Wie lösche ich die raus? Einfach rechte Maus auf der Lösche oder wie? Aus dem Import kann man sie... Ja, ich habe jetzt keinen Import-Datensatz verwendet, aber ich glaube, man kann sie beim Import kann man sie irgendwie rausziehen. Oder man kann sie nachher natürlich Buchungszellen rauslöschen. Also ich kann natürlich hergehen. Ja. Zum Beispiel zeigen, meine Buchungszellen löschen mal die Titel ja. Raus oder so. Ich bin jetzt gerade in einem lustigen. So, ich gehe jetzt in. Nachdem ihr das Glucash keine Logik hat und das automatisch weiter zu nummerieren, ist ja völlig wurscht, was du tust, ob du was ausgewäscht oder nicht. Schwierig wäre es nur, wenn es die Nummerierung in irgendeiner Form sich darum kümmern würde. Wenn es das nicht tut, muss eigentlich egal sein. Du nummerierst ja auch nicht die Kontobewegungen von einer Rechnung. Genau, so ist es. Ist es völlig wurscht und wenn er das nicht glaubt, ist es wurscht, wie du das nummerierst, weil dann macht er die Art. Also es ist im Prinzip egal. Also das Geld von der FH für den Auftrag, das war der Konzert rein und da gibt es auch noch einmal in die Zeit eine Entwicklungsrechnung. Jetzt schreibe ich keine Rechnung mehr, weil ich keine mehr schreibe. So, eine Rechnung, dann muss man Buchung abbrechen. Da, ich kann also den aktuellen Buchungssatz. Aktuell ist das der vierte, oder? Kann ich nicht, ja.
jetzt einmal nicht maximiert, sondern irgendwie. Weißt du, wie man da oben diese Reiter wegkriegt wieder? Nein, ich werde gerade von der grafischen Oberfläche extrem vielleicht auf Schließen herausgefordert. Also da musst du schließen. Ah, ja, tatsächlich. Na, drüben hat drüber so. Da ist er, oben, da musst du schließen. Um, auf, rechts. Um, auf, rechts, ja, das. Ja, genau. Das schafft uns nicht, dass ich den ersten Mal. Ich deine Zeile an. Ich kann mir irgendwas aktuellen Satz. Aktuellen Buchensatz löschen. Das war die Sicherheitsfrage. Willst du diese Buchung wirklich löschen? Weil jetzt machst du ja irgendetwas, was buchhalterisch fishy ist. Und die Antwort auf das, ja, ich möchte fishy Dinge machen in meiner Buchhaltung, die kann ich natürlich scheitern. Also ich kann jederzeit eine Rechnung anklicken. Immer fishy Dinge. Die ist schreibgeschützt markiert, weil sie... Gut, fast alle, wenn sie irgendwo kreuzen, wäre vielleicht die Rechnung dazu gehört. Ja. Also das heißt, ich könnte jetzt einfach in Konto Bargeld könnte ich jetzt buchen. Was heißt denn ich? CD, Magazin. Das ist Aufwendungen, Fachliteratur gibt es da irgendwo. So, das kostet was? 3,15 € oder so? Damit empfangen. Ausgabe, so. 3,70 €, danke. Mit einmal teurer das Zeug. So. Und dann ist das gebucht. Und wenn ich dann irgendwann sage, oje, der Steuerberater meint, da ist so viel anderes Zeug drin, das passt nicht zu meinem Unternehmen, dann lösche ich es halt wieder raus. Und dann ist die Buchung einfach wieder weg. Okay. Und im Gegenkonto weg und dort weg und da weg und alles weg. Also das ist, funktioniert da sehr angenehm und einfach. Muss aber halt vorsichtig sein. Ist jetzt die Frage, weil du die einen, die du löschen hast, kennen, wenn du den Rechnung löscht? Wenn die Rechnung löscht, löscht die zugehörigen Dinge auch. Ich kann Rechnung suchen. Bitte. Rechnung anlegen, bearbeiten. Ich kann sie nur, Moment, ich kann, ja, das, so, ich kann sie jetzt da wieder aufdröseln, buchen der Rechnung löschen, dann die Rechnung zum Bearbeiten freigeben, ja. Steuertabellen zurücksetzen, ja. Und jetzt kann ich die Rechnung nicht den aktuellen Posten löschen, sondern aktuellen Posten abbrechen, die ganze löschen. Ich will die ganze Rechnung drin. Wahrscheinlich. Aktuellen Posten löschen, jawohl, ich bin sicher. Posten abbrechen. Posten nicht, aber. Schließen. So. Und jetzt bin ich im Urlaub, Girokonto. Ne, wo war denn der? Ah, ist sicher weg. Ja. Auch die Verbindlichkeiten ist sie weg. Ja, es gibt also die Rechnung, muss ja, wenn es auf einer Rechnung passiert, muss ich sie mehr einstufen. Und wenn die Rechnung zum Auftrag gehört, muss es wahrscheinlich dort auch rausnehmen, damit das halt zusammenstimmt. Also ein paar Konsistenzprüfungen, das ist eben das Angenehme, das der Vorteil gegenüber dem Spreadsheet. Ein paar Konsistenzprüfungen gibt es sehr wohl. Ja, und man kann sich also Irrtümer leichter erlauben und leichter korrigieren. Nur wenn halt einmal dann fürs Quartal die Umsatzsteuererklärung gemacht ist und ich dann rückwirkend irgendwas ändere, dann wird es heikel. Allerdings bei Finanzonline steht ja unten beim Absenden der Umsatzsteuererklärung, ich bestätige, dass ich die Erklärung nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe, und wenn ich nachher drauf komme, dass ich einen Fehler gemacht habe, melde ich den sofort, und in diesem Sinn kann ich das natürlich auch wieder machen. Habe ich auch schon mal in Anspruch genommen, da sagt der Finanzmensch dann, ja, dann müssen Sie aber leider das dann schriftlich machen, das geht dann nicht mehr online, aber das sind wir halt noch ein Stückchen entfernt vom digitalen Zeitalter. Es ist besser, gar kein Umsatzsteuer abzuführen, wie die falsche. Genau. Gut, keine Umsatzsteuer abzuführen ist besser als die falsche. Ist das auch ein Statement. Und in diesem Sinne würde ich sagen, also wenn es keine brennenden Fragen mehr gibt, dann können wir uns ja in einen gemütlicheren Rahmen verlagern. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass dieser Rahmen hier sehr ungemütlich wäre. Buchhaltungsfreie Zone. Ja, verrückt.